Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen Smoothie aus Blaubeeren und Rucola, also Rauke. Aber nicht mit Banane wie vorher, sondern ich nehme ein anderes Bindungsmittel. Nämlich ich nehme Avocado. Ich habe eine schöne reife Avocado hier. Ich habe die ein bisschen abgekratzt an Stellen, wo sie ein bisschen braun war. Muss die Avocado nicht gleich wegwerfen. Gibt auch noch sehr schöne Stellen dabei. Die schmecken alle gut, habe ich probiert. Also eine ganze Avocado vermindert um die Stellen, die nicht mehr so ganz so gut waren. Das geht für einen Smoothie allemal. Dazu eben die Rauke, Ölrauke oder auch Rucola genannt. Ja, schönes, bitteres, grünes Blattgemüse aus dem Garten. Wächst sehr schön, sehr wild. Dazu die Blaubeere. Die ist natürlich köstlich, die ist jetzt schön reif und sehr süß geworden schon. Die schmeckt wirklich toll. Da habe ich ganz preiswerte entdeckt. Im Bioladen, so ein Angebot und gleich zugegriffen. Ich muss sagen, die schmecken wirklich ganz ausgezeichnet. Also die passen sowieso schon gut zu den bitteren. Ja. Und die Avocado dazu, mal schauen. Hier als Verfeinerung habe ich jetzt Dattel und Zitrone genommen. Ja. Dattel und Zitrone passen sehr gut zusammen, süß und sauer. Dattel ist ein sehr schönes Süßungsmittel und Zitrone ist sogar basisch, mit basischer Körper, also eine sehr gesunde Zutat. Die passen ganz gut auch für viele Verfeinerungen. Die heben den Geschmack, den eigenen Geschmack der Produkte hervor und übersteigern die noch ein bisschen. Das ist süß, der Süß-Sauer-Effekt. Und der spricht auch unser Geschmacksempfinden sehr stark an, sodass es eigentlich fast immer, also sehr oft, sehr gute Ergänzung ist für Rezepturen. Erstmal kommt hier die Rauke rein, das grüne Blattgemüse, dann die Blaubeere, die Avocado und dann noch Zitrone und Dattel. Eigentlich nur ein ganz einfaches Gericht. Ich glaube, ich brauche hier Zitrone und Dattel, weil ich denke, dass einfach nur mit der Blaubeere das grüne Gemüse vielleicht nicht ganz so lecker schmecken würde. Also ich verspreche mir davon, dass es doch eine sehr schöne Steigerung gibt. Aber natürlich ist die Blaubeere was ganz Wunderbares zusammen mit dem Grünen. Man könnte noch andere Sachen hinzutun. Erstmal probiere ich jetzt, wie das alleine schmeckt. Ja, als grüner Smoothie. Es gibt ja verschiedene Bindungsmittel, verschiedene Verdickungsmittel für Smoothies. Banane ist ein klassisches. Nüsse kann man nehmen, aber auch Avocado. Und alle verhalten sich etwas anders. Die Avocado zum Beispiel macht es leicht Gelee-artig. Ich mache das ganz köstlich. Aber die Konsistenz, ihr werdet sehen, man kann die so nehmen. Ja? Man könnte. Ist ein bisschen dick, noch ein bisschen klumpig. Also, ich finde, er hat nicht die beste Konsistenz. Also, einfach nur ein bisschen Wasser dazu. Das müsste eigentlich hier ausreichen. Übrigens habe ich schon gemerkt, grün ist der natürlich von der Farbe her nicht. Die Blaubeeren sind hier natürlich unschlagbar. Von der Farbidentität her. Aber ich nenne es einen grünen Smoothie, weil es eben für grüne Smoothies eben ganz besonderen Gesundheitswert hat. Und da ist ja was Grünes drin. Und zwar, die Hauptsache ist eigentlich das Grüne. Ja, es ist ein Rucola ist aber der größte Anteil. Und es soll ja darum gehen, immer auch bei mir in der Küche, also oft jedenfalls meistens, wie man eigentlich mit einfachen Mitteln was Gesundes, Leckeres hinkriegt. Vegan natürlich selbstverständlich, ohne Tierprodukte. Und da finde ich immer so Smoothie-Rezepte auch, wenn man eben grüne Sachen zum Beispiel auch, grüne Smoothies, sehr gut verarbeiten kann. Das ist ganz köstlich, wirklich. Ist immer noch ziemlich dick.
Man könnte noch mehr Wasser reintun. Das lasse ich jetzt mal. Schaut euch selber an, wie es aussieht. Hat einen ganz tollen Geschmack. Das passt auch gut zum Kakao. Da könnte man noch Kakao reintun. Muss aber nicht sein. Ja, hier. Das ist immer noch ein bisschen klumpig. Ja, aber schmeckt sehr, sehr lecker. Ja, probiert es mal aus. Eine tolle, tolle Kombination. Auch gerade mit der Avocado. Ja. Und wie gesagt, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, das zu variieren. Kakao ist mir als nächstes eingefallen. Der war auch in älteren Smoothies, die ich in den letzten Tagen gemacht habe, mit dieser Kombination mit Blaubeere, mit Grünkohl und mit grünem Kraut und Banane, war der ja auch schon öfter dabei. Hier kann auch Kakao rein, passt toll. Ja. Jedenfalls lasse ich dabei erstmal. Ich genieße den jetzt und der ist sehr nahrhaft und sehr lecker. Probiert es aus. Ach so. Mein Kanal, MD Vegan auf YouTube, könnt ihr abonnieren, wenn ihr es noch nicht wisst. Und dann kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept.